Hallöchen allerseits, ich habe endlich die gehypten Buldergraben-Dumplings gemacht. Dafür habe ich mir die Carbonara und die Hot Chicken Buldag geschnappt und eine Packung Gyoza-Teigblätter. Die findet ihr im TK im Asia-Shop. Dann habe ich die Nudeln aufgekocht und die Chili-Soße und die Gewürzmischung dazu gegeben. Ihr müsst ja auch nicht unbedingt die ganze Chili-Soße nehmen. Und wenn das vorbereitet ist, geht's auch schon ans Füllen. Dafür nehmt ihr euch ein Teigblatt, gebt etwas von den Spicy Ramen drauf. Ich habe noch etwas Käse drauf gemacht. Dann werden die Ränder befeuchtet und dann klappt man es so zusammen. Und dann wird mit dem einen Finger die eine Seite immer ein bisschen vorgeschoben und dann reingedrückt und dann entsteht eben dieses Faltenmuster. Hier gibt es übrigens noch andere Möglichkeiten, die Dumplings zu füllen. Aber so habe ich es einfach gemacht und aus einer Packung Ramen habe ich 18 Dumplings rausbekommen. Die Hot Chicken Buldak hatte ich dann ohne Käse gefüllt und die Carbonara mit. Dann habe ich eine Pfanne erhitzt und die Dumplings hineingelegt. Dazu kam dann eine kleine Tasse Wasser und dann geben wir einfach nur den Deckel drauf. Das lasst ihr dann dämpfen für einige Minuten. Und noch ein kleiner Tipp, nach dem Dämpfen könnt ihr sie mit etwas Öl anbraten, damit die